So, dann herzlich willkommen zum Live Trading TV von JFD Brokers. Ich melde mich jetzt heute ausnahmsweise am Nachmittag nochmal wieder, denn die EZB-Sitzung oder das Sitzungsergebnis oder die Pressekonferenz hat ja einiges durcheinander geschmissen an den Märkten. Da weiß man gar nicht, wo man im Prinzip beginnt. Beginnen kann und will, aber ich werde jetzt den DAX jetzt erstmal außen vor lassen oder vielleicht eben auch gar nicht jetzt hier in der Sendung besprechen, weil die US-Indizes sind im Moment da wichtiger. Und eben hier raus zunächst einmal eben meine Vorgehensweise für die Leser, Zuhörer, die jetzt vielleicht neu dazugekommen sind. Ich erstelle meistens am Wochenende bzw. zu Wochenbeginn eine Prognose, wo die Kursbewegung, also die größere Kursbewegung stattfinden könnte. Und hier war eben im Nasdaq, so wie auch bei den anderen Indizes, eben angemerkt, dass es hier kurzfristig zu Wochenbeginn, und das stand ja auch in den Analysen, die ich auf Gottmo dann veröffentliche, dass bis zur Wochenmitte noch steigende Kurse erwartet werden, aber eben dann eine größere Abwärtsbewegung, also die größere Bewegung hätte nach unten stattfinden sollen. Hier im Nasdaq kam es leicht zum Überschießen, hat dann wirklich kurzfristig ein neues Jahreshoch sogar ausgebildet und dann folgte jetzt hier, wie erwartet, die Abwärtsbewegung im S&P 500 Index. Hier lief es sauberer, hier hätte es eben auch noch kurzzeitig über die 1105er Marke drüber gehen können, nur nicht eben auf Tagesbasis, aber hier war die Marke exakt so erreicht worden, beziehungsweise Widerstandsband hat hier vollkommen gegriffen. Im Dow Jones Index war eben auch eine Abwärtsbewegung unterhalb der 17.930er Marke, beziehungsweise eben unter der 18.000er Marke präferiert gewesen. Also hier ist es wirklich nichts Überraschendes, bis morgen höchstwahrscheinlich die Arbeitsmarktzahlen wieder die Märkte nochmals durcheinander schmeißen können. Also ob das jetzt natürlich bis hier runter geht, wäre jetzt im Idealfall so. Es könnte eben auch hier bis zur Hälfte nur bis 17.500 jetzt hier beim Dow Jones gehen. Also das jetzt nicht hier blind jetzt short noch irgendwelche Ziele suchen, sondern halt im kurzfristigen Bereich ist auf jeden Fall noch die Abwärtsbewegung bis hier präferiert. Aber morgen könnte es eben ab 14.30 Uhr nochmals sehr volatil werden, was eben auch dann heute ja der Fall war, um die Zeit der EZB-Sitzung und Pressekonferenz. Aber ich habe mich auch im Chat jetzt, beziehungsweise im Stream, speziell keine Setups mit Stoppmark und sonstiges eben veröffentlicht, weil es eben sehr volatil zuging. Andere Setups sind hier eben vorgestellt, ein mittelfristiges Short-Setup war die 3M-Aktie, der Dow Jones-Wert. Hier war eben bis 155, war gestern eben genannt. Hier sollte man dann Gewinne mitnehmen oder den Stopp auf jeden Fall hier nachziehen auf 157. Der Bund Future war auch hier dauernd ein Thema, aber eben nicht ganz speziellen Setup. So vorgestellt, weil es eben volatil bzw. eben auf Schusskursbasis wäre jetzt hier schon das Kursziel erreicht worden. Aber wichtiger war eben hier einfach die Setups vorzustellen, wo die mögliche Richtung, die präferierte Richtung eben dann hingehen könnte. Und jeder muss natürlich dann selber entscheiden, ob er einen Stunden-Close, einen Tages-Close oder sonst wo abwartet, weil das ist halt, sage ich mal, immer ein Thema, ob man die Kerze, also die Periodenkerze, egal ob es jetzt eine Stunde oder eine 4-Stunden-Kerze oder eine Tageskerze ist, ob man die abwartet oder eben direkt dann handelt. Es gibt immer Vor- und Nachteile, ja. Hier wäre jetzt, auch wenn der Chart wunderbar oder die Analyse wunderbar funktioniert hätte, aber wartet man hier oder sagt man hier, dass es auf Tagesbasis unter diesen Wert von 175, 70 gehen sollte, dann wären wir jetzt nicht dabei gewesen. Beim direkten Einstieg wäre das Setup ja wunderschön aufgegangen. Genauso eben hier, das Setup war eben im 4-Stunden-Chart
vorgestellt worden. Aber eben auch hier hätte es genauso gut dann trotzdem nochmal komplett volatil nach oben drehen können. Ja, deswegen habe ich das einfach nur so vorgestellt, ohne speziell im Stream sowas zu schreiben. Welches Setup trotzdem ich genannt habe, trotz der möglichen Euro-Volatilität, war hier das Euro-australische Dollar-Setup. Explizit eben angegeben, dass es zwischenzeitlich unter diese Marke fallen könnte, was es dann eben auch sogar zweimal tat. Aber hier wurde sozusagen das Kursziel an dem heutigen Tag erreicht. Also wer hier das durchgestanden hat, hat hier gute 300 Pips mitnehmen können. Was eben nicht so gut lief die Woche, war eben Öl-Setup. Hier wurde man ausgestoppt. Hier ist es auch jetzt, wenn der Kurs hier stimmen sollte, ein bisschen verwunderlich, dass jetzt Öl beim steigenden Euro nicht anzieht. Also hier ist dann weiter an die Short-Richtung dann zu präferieren. Gold. Kommen wir zum letzten Wert. Gold hat jeweils kein Kaufsignal aktiviert, auch heute nicht. Ist nur kurzfristig unter die dominante Abwärtstrendlinie gefallen. Heute gerade mal ein bisschen, wenn überhaupt, touchiert. Aber hier gibt es jetzt auch nichts Laufendes, was ich handeln würde. So, danke fürs Zuhören. Und heute Abend bzw. morgen früh melde ich mich dann mit dem DAX wieder.